Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Boating Soraya. In dieser Folge geht es um den ersten Abschnitt unserer langen Reise bis nach Sardinien und zwar konkret von Bernkastel-Kues-Mosel bis nach Saargemünd. Die kürzeste Strecke von uns aus gesehen, also sprich von Bernkastel-Kues der Mosel ins Mittelmeer, würde über den Vogesenkanal führen oder den Kanal de l'Est, aber dieser war das komplette Jahr über nicht befahrbar aufgrund von Niedrigwasser. Also mussten wir uns ein neues Routing überlegen, das dann wie folgt war: von der Mosel bei Konz, Trier in die Saar, dann bei Saarbrücken über die Grenze nach Frankreich und bei Saargemünd fängt dann der Saarkanal an. Dieser endet im Rhein-Marne-Kanal. Den sind wir gefahren bis nach Straßburg. In Straßburg geht es dann in den Rhein, von dort aus flussaufwärts Richtung Basel und kurz vor Basel geht es dann in den Rhein-Rhone-Kanal, der in der Saône endet und von der Saône dann flussabwärts Richtung Lyon, dann in die Rhone und dann runter bis zum Mittelmeer, wo es dann bei Port St. Louis aufs Meer hinausgeht. Insgesamt sind es über 200 Schleusen, wir haben es aber nicht ganz genau gezählt. Hier mal ganz grob dargestellt, wie die Gesamtroute von der Mosel bis nach Sardinien verlaufen wird. Pro Abschnitt werden wir dann aber noch einen detaillierten Kartenausschnitt zeigen. Die Distanz, die wir zurücklegen müssen, also von der Mosel bis nach Port St. Louis, sind roundabout 1200 Kilometer. Dazu kommt dann noch die Strecke auf dem Meer mit weiteren 1000 Kilometern. So, Hafenausfahrt erfolgreich gemacht. Im Moment noch schön langsam fahren, damit die Motoren warm werden. Und ein großes Programm, was heute vor mir liegt. Ich bin alleine und ich muss es schaffen bis nach Merzig. Das sind ca. 115 bis 120 Flusskilometer und es sind 6 Schleusen zu bewältigen. Marina kann heute nicht dabei sein, die wird erst heute Abend dazu kommen. Und morgen geht es dann weiter Richtung Saarbrücken, Saargemünd und nach Frankreich rein. So, der erste Abschnitt ist geschafft und der Schleusenwärter ist so nett und bereitet jetzt gerade die Schleuse vor. Also richtig Glück gehabt, direkt auf Anhieb, ohne großartige Wartezeit. So, jetzt muss ich das nur noch alleine schaffen, aber das kriege ich hin. Ein kurzer erster Stopp nach der ersten Schleuse Windrich in Neumagen-Drohn, um voll zu tanken. Bei so einer langen Strecke muss auch genauestens geschaut werden, wo nachgetankt werden kann. Zu diesem Zeitpunkt haben wir noch keine genauen Erfahrungswerte, was den Spritverbrauch angeht. Ab dieser Betankung haben wir angefangen, ein Buch zu führen, um für uns auch verlässlichere Daten herauszufinden.
In den Tagen zuvor bunkerten wir ordentlich Vorräte. Von Grundnahrungsmittel, Fertigsuppen bis hin zur Dose Ravioli als Notreserve war alles dabei. Nur mit dem Trinkwasser hielten wir uns zurück, denn in Frankreich gibt es keinen Pfand und das Aufbewahren leerer PET-Flaschen wollten wir verhindern. Frische Lebensmittel haben wir dann immer pro Abschnitt von zu Hause aus mitgenommen. Bei Konz ging es dann in die Saar. Deutlich schmäler wird es ab dann. Die Saar ist insgesamt 235 Kilometer lang und somit der längste Zufluss der Mosel. Durch deutsches Gebiet hinterlegt die Saar knapp 100 Kilometer. So. Per Funk habe ich den Schleusenwärter nicht erreicht, warum auch immer. Deswegen habe ich angerufen und die Schleuse wird gerade vorbereitet und so gesehen habe ich keine Wartezeit. In Saarburg stieg am Nachmittag Marina zu und Freunde begleiteten uns für zwei Schleusen. Wirklich imposant ist die berühmte Saarschleife, die wir schon bereits aus der Luft kannten. Ein hochgebauter Weg durch und über die Bäume führt zur Aussichtsplattform, welche wir auch schon mal besuchten. Unser Tagesziel Merzig erreichten wir gegen 19 Uhr. Acht Uhr morgens am zweiten Tag auf der Fahrt von Merzig bis nach Saargemünd, wollen wir doch mal hoffen. Es ist, habe ich schon die Uhrzeit gesagt? 8 Uhr, genau. Sind noch nicht wach. Sind noch nicht wach, trinken Kaffee, aber es geht los. Mit der Überfahrt nach Sardinien ging es ab Mitte Juni los, und zwar immer Wochenends. Unser Ziel war es spätestens, um den 15. August auf diese Weise kurz hinter Lyon zu sein, um dann ab dem 20.08. unseren Urlaub zu starten. 4 Wochen hätten wir dann Zeit,
unser Endziel zu erreichen und somit genügend Puffer, ein ideales Zeitfenster für die Überfahrt vom Festland Frankreichs auf die Nordspitze Korsikas zu finden. Nicht ohne war das Organisieren der ganzen Sache. Zum einen mussten wir ein Ziel einplanen, wo wir das Boot bedenkenlos bis zum darauffolgenden Wochenende liegen lassen konnten, und zum anderen, wie würden wir denn zum Boot gelangen und respektive wieder zurück? Das Auto am Startpunkt stehen zu lassen, ist die eine Sache, aber wie kommen wir vom Etappenziel wieder zurück an den PKW? Bei diesem ersten Abschnitt war das Ganze noch relativ einfach, weil wir in Schlagdistanz von zu Hause waren. Jedoch je mehr wir uns entfernten, desto komplizierter wurde die Sache. In jeder Folge werden wir berichten, wie wir dieses Problem jeweils gelöst haben. Kulturinteressierten hinter uns die Völklinger Hütte. Wer das Glück hat, diesen Abschnitt zu befahren, darf auf gar keinen Fall an Völklingen vorbei, ohne die Völklinger Hütte zu besuchen. Es ist das erste UNESCO-Industrieweltkulturerbe. Und für Boote gibt es sogar einen Besuchersteg zum Festmachen. Es dauert voraussichtlich 2 Stunden. Die Saar fließt gemächlich durch die Landeshauptstadt Saarbrücken und am linken Ufer gibt es sogar Liegeplätze, welche für einen gewissen Zeitraum gratis sind.
zu der defekten Schleuse, die eine Verzögerung von 2 Stunden verursachte, kam es zu einer weiteren direkt hinter Saarbrücken, weil ein Segelboot auf Grund gelaufen ist und erstmal freigeschleppt werden musste. Freiwilligen Wartezeiten haben wir dafür genutzt und den Gerätemast schon mal gelegt. Bis in die Saône und der Stadt Mâcon wird dieser nun aufgrund von niedrigen Brücken, insbesondere in den Kanälen, liegen müssen. Im Hafen von Saargemünd wurden wir herzlichst von den dortigen Betreibern, einem Ehepaar, empfangen. Eigentlich sollte es am nächsten Tag weitergehen, aber das Wetter spielte nicht mit. Gegen 9 Uhr. Wir sind nach wie vor in Saargemünd und es geht auch für uns nicht weiter, denn die Winde haben extrem aufgefrischt. Wir erwarten heute Böen bis zu 30 Knoten und das ist einfach zu riskant zu schleusen. Daher der Entschluss, das Boot erstmal vorerst hier zu lassen und weiter geht's für uns nächste Woche am Donnerstag. Donnerstag, richtig, genau. So, und in 2 Stunden werden wir abgeholt und dann geht's erstmal nach Hause. Schade, aber schade. Sicherheit geht vor. Das war's für diese Episode. In der nächsten Folge sind wir dann schon im Saarkanal und es geht dann bis kurz vor Straßburg. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen, gerne ein Abo und ein Kommentar. Bis bald!